Die Zisterzienser entwickelten eine hohe Perfektion in der Agrarkultur. Also bei allem Respekt, in der Erde graben und im Tümpel wühlen kann ich auch ohne ein Habit zu tragen und ohne viele Stunden in der Kirche beten zu verbringen. Es geht natürlich im monastischen Leben primär immer und überall um Gott. Dass man sich einfach mal zurückhält oder so, eben nicht mehr schnell in die Diskussion verfällt, sondern wirklich erstmal verweilt und nachspürt, was war jetzt die Frage oder was ist das Anliegen? Das ist schon eine andere Art der Kommunikation geworden hier. Und das manchmal anstrengend auch auszuhalten, so nicht mehr einfach nur loszuballern. Die Sache mit der Berufung, das ist schwierig zu erklären. Das ist genauso, wenn ein Mensch, ein Mann sich in eine Frau verliebt oder umgedreht. Wie will man das erklären? Das ist irgendwie eine Beziehungssache. Jetzt nicht zu einem Menschen, sondern zu Gott. Du wirst in den Wäldern mehr finden als in den Büchern. Stein und Holz werden dich lehren, was du von Menschen nie zu hören bekommst, sagte Bernhard von Clairvaux, der eigentliche Ordensvater der Zisterzienser und der größte Kritiker von Cluny. Die in der ganzen Christenheit berühmte Benediktinerabtei in Burgund war zum Stein des Anstoßes geworden. Durch Spenden und Erbschaften hatte sie ein riesiges Vermögen erworben und im 11. Jahrhundert mit dem Bau der damals größten Kirche der Christenheit begonnen. Der monastische Armutsgedanke forderte jedoch nicht nur die Armut jedes einzelnen Mönches, sondern auch des Klosters und der Kirche. Zu jener Zeit verließ Robert von Molèmes, ein Benediktiner aus dem Burgund, seine Abtei, um mit einigen Brüdern in der wilden Gegend von Citeaux einen Neuanfang zu machen, gemäß der Regel in Abgeschiedenheit und mit eigener Hände Arbeit. Die Legende erzählt, mit spärlichsten Mitteln fällen sie Bäume und versuchen mitten in der Wildnis ein eigenes Kloster zu errichten. Doch der Bau zieht sich in die Länge und die kleine Gemeinschaft lebt unter großen Entbehrungen in bitterer Armut. Viele Mönche werden krank, sterben an Erschöpfung und es kommen keine neuen, um die Plätze der Verstorbenen einzunehmen. Doch Rettung naht in Gestalt eines jungen Adligen, Bernhard von Clairvaux, der schon früh Mönch werden wollte und in Citeaux den rechten Ort für seine Gesinnung sieht. Eines Tages klopft er gemeinsam mit 30 Gefährten an die kleine Holztüre des halbfertigen Klosters und bittet um Einlass. Mit ihrer tatkräftigen Hilfe stellen die Mönche von Citeaux ihr Kloster fertig, machen das Land urbar und können dort im Sinne der alten monastischen Regeln leben. Unser Orden ist immer aus einer gewissen Begeisterung, aus einem Eros jetzt eben für Gott entstanden. Der heilige Bernhard war ein Feuerkopf, nicht? Also der hat also mit einer Euphorie und mit einer Dynamik im 12. Jahrhundert hier ist er hinausgezogen, um hier das Ideal eben jetzt des monastischen Lebens zu verkünden. Bernhard glaubt, man könne Demut nur durch reine Askese gewinnen und lehnt selbst die köstlichsten Speisen ab. Als man ihm eine Dirne ins Bett legt, räumt er ihr die Hälfte seines Lagers ein, dreht sich nur auf die andere Seite. Als Mönch schläft er sein Leben lang auf einer harten Pritsche und peinigt sich mit Dornen und Eisenketten. Zu Anfang seines klösterlichen Lebens frönte er den Exzessen der Jugend, dass er sogar ein wenig seine Gesundheit schädigte. Aufgrund seiner asketischen Essensgewohnheiten hatte er Zeit seines Lebens Probleme mit dem Magen und den Verdauungsorganen. Auch wenn die Moderne inzwischen in Citeaux Einzug gehalten hat, so ist der ursprüngliche strenge Geist, gepaart mit einer vollständigen Hingabe an Gott, noch immer spürbar. Besonders in der Architektur. Die Kirchen der Zisterzienser zeichnen sich aus durch Einfachheit. Keine bildlichen Darstellungen, keine Statuen oder aufwendige Verzierungen.
Nichts sollte die betende Gemeinschaft und die sakramentale Gegenwart Christi stören. Die einzige Einnahmequelle der frühen Zisterzienser war die Handarbeit. In ihrem Gründungsdokument, der Charta Caritatis, hatten sie sich dazu ausdrücklich verpflichtet. Arbeit wurde zum Gottesdienst und die Voraussetzung für ihren Erfolg. Das Wort Cito stammt wahrscheinlich von der Zistel ab, einer Wasserpflanze, die in dieser Gegend an Bächen und Seen wächst. Die Mönche suchten immer Orte, wo es Wasser gab, um sich dort niederzulassen. Sie begannen sofort, den Boden trocken zu legen. Und um fließendes Wasser zu haben, bauten sie Kanäle. Um Cito fließt ein 10 Kilometer langer Kanal, um das Wasser von einem Fluss herzuleiten und hier eine Mühle zu betreiben. Das Wasser garantierte nicht nur ihr Überleben, sondern wurde zur Quelle ihres Reichtums. Sie schufen landwirtschaftliche Musterbetriebe, förderten Obst- und Weinbau sowie Viehzucht und wurden zum Vorbereiter der Manufaktur. Auch das heutige Cito lebt vornehmlich von der Landwirtschaft, vor allem von ihren Milchprodukten. Schon früh experimentierten die Mönche auf diesem Gebiet und kamen dabei unter anderem dem Geheimnis des Käses auf die Spur. Im Klosterladen von Cito werden hauptsächlich in Handarbeit hergestellte Produkte verkauft. Vor allem der berühmte Klosterkäse, den es nur hier zu kaufen gibt. Dem zisterziensischen Geist entspricht ein strenges Wirtschaftsethos, das sich schon damals auf den finanziellen Erfolg des Ordens auswirkte. Die Kunst, Käse zu machen, wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Die jungen Brüder lernen hier als Novizen und geben ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Das ist ein lebendiger monastischer Prozess. Man lernt hier im Kloster nicht nur zu beten, sondern eben auch zu arbeiten. Ein weiteres Relikt der ersten Mönche von Cito ist der weiße Mönchshabit. Die pompöse, pelzverbrämte Kleidung der Cluniazenser betrachteten sie als Überfluss und kehrten zum einfachen Gewand der frühen Zeit zurück. Da die Mönche von Cito weder Wolle noch Tuch färbten, ergab sich daraus der charakteristische schafsweiße Zisterzienserhabit, der sich bis heute erhalten hat. Im Lauf der Zeit entfernte sich jedoch der Orden von einigen seiner asketischen Ideale. Heute leben hier die Zisterzienser der strengen Observanz, bekannter unter dem Namen Trappisten, ein Reformorden, der sich im 17. Jahrhundert gründete. Sie lehnten jegliches Studium im Kloster ab und führten harte Schweige- und Abstinenzregeln ein. Beim Tisch der Brüder darf die Lesung nicht fehlen. Es herrsche größte Stille. Kein Laut sei zu hören, nur die Stimme des Lesers. Was sie aber beim Essen und Trinken brauchen, sollen die Brüder einander so reichen, dass keiner um etwas bitten muss. So die Regel des Benedikt, die auch hier gilt. Alle Übungen des monastischen Lebens führen letztlich zu dem einen Ziel, dass durch das Wirken des Heiligen Geistes in den Brüdern die Gottebenbildlichkeit wiederhergestellt wird. Nur wer arbeitet, lobt den Schöpfer. Für die Zisterzienser ist Arbeit Theologie. Sie verlangt absolute Hingabe und wurde zum spirituellen Element, das auf Dauer ein wahres Wirtschaftsimperium dieses Ordens hervorbrachte. Bernhard blieb damals 3 Jahre in Cito, dann wurde er ausgeschickt, selbst ein Kloster zu gründen. Aus einem dichten Wald rodeten die Mönche ein Clairvaux, ein Lichttal, der Name, unter dem Bernhard auch in die Geschichte eingegangen ist.
Das Kloster Clairvaux wurde unter Bernhards Leitung zu einem wichtigen religiösen Zentrum. Seine Wortgewalt sprach sich herum. Er war das, was man einen Menschenfischer nannte. Überwältigt von seinen Worten kamen Fürsten seinen Befehlen nach. Bischöfe gehorchten ihm. Bernhard ist einer, der mit Leidenschaft Mensch ist und auch liebt. Der wie ein Troubadour, auch in seiner Sprache, so affektiv und so leidenschaftlich ist, allerdings auch so künstlerisch, dass er ins Wort bringt, was vielleicht manche Leute nur gerade so empfinden. Und daher vielleicht auch diese Dominanz in unserem Orden. In jener Zeit, in der kaum jemand schreiben oder lesen konnte, waren öffentliche Predigten eine der wenigen Möglichkeiten, an den Ideen der Zeit teilzuhaben. Bernhards Predigten prägten den Lebensweg vieler Gläubiger. 40 Jahre nach der Gründung von Clairvaux gehörten 69 Klöster mit 100 Filiationen dazu. Das einstige Kloster, von dem Bernhards große Reform ausging, dient heute einem anderen Zweck. Es wurde 1791 infolge der Französischen Revolution aufgehoben und dient seitdem als Gefängnis. Trotz vieler Veränderungen ist die einstige Klosterarchitektur der Zisterzienser noch erkennbar. Besonders die Wasseranlagen. Immer noch zieht sich durch den Gefängnishof der sauber angelegte Kanal der Mönche. Der Mythos speist sich heute aus der Parallele zwischen freiwilliger Abgeschiedenheit der Mönche hinter Klostermauern und der erzwungenen Eingeschlossenheit der Gefangenen. Wo einst die Zellen der Mönche lagen, werden seit langem Schwerverbrecher untergebracht. Auch Bernhard hat sich einst schuldig gemacht. Sein Aufruf zum zweiten Kreuzzug hat das Leben Tausender gefordert. Wenn sich dein Vater auf die Schwelle legt, wenn deine Mutter dir die Brust zeigt, die dich genährt, so steige über deinen Vater hinweg, tritt deine Mutter mit Füßen und folge trockenen Auges dem Kreuzesbanner nach. Hier für Christus grausam sein, ist die höchste Stufe der Seligkeit. So rief er in den Krieg. Ein problematisches Element in Bernhards Leben ist die Predigt zum zweiten Kreuzzug. Das heißt, der heilige Bernhard hat damals den Bitten des französischen Königs und des Papstes entsprochen. Er persönlich wollte es eigentlich nicht. Auch wenn, wie so oft, ein politisches Kalkül dahinter stand. Man kann sagen, dass der heilige Bernhard im Kreuzzug ein Mittel sah, die aggressive Energie seiner Zeit zu kanalisieren. Das 12. Jahrhundert quoll über mit jugendlicher Energie. Junge Männer wollten ihre Kraft auf irgendetwas richten, sei es den Zisterziensern beitreten, sei es, dass sie in den Krieg zogen oder am Kreuzzug teilnehmen. Diese Energie nutzte Papst Eugen III., um seine Macht im Heiligen Land zurückzugewinnen. Um Adel und Ritter dafür zu begeistern, brauchte er Bernhard. Der versprach sich eine Stärkung des ihm nahestehenden Templerordens in Jerusalem. Der zweite Kreuzzug endete 1149 blutig, ohne nennenswerte Ergebnisse. Ein Ritter Christi tötet mit gutem Gewissen. Noch ruhiger stirbt er, hatte Bernhard einst verkündet. Die Idee beim Kreuzzug ist also Erfüllung von Gelübden und sozusagen mit der etwas pointierten Formulierung, dass der Kreuzritter eigentlich nicht auf den Kreuzzug geht, um zu töten, sondern um in Erfüllung eines Gelübdes sein Leben dahin zu geben. Sicher gab es während des Kreuzzugs viele unnötige Exzesse. Und schließlich endete er ja auch in einer Niederlage der Christen. Das führte dazu, dass Bernhard sich davon distanzierte, sich aber gleichzeitig viele Fragen stellen musste.
und er leidet furchtbar darunter, dass dieser Kreuzzug zu einem katastrophalen Misserfolg wird. Also er nimmt das sich sehr persönlich, sein Buch De Considerazione zeigt, wie sehr er darunter leidet und auch den Heiligen Vater, den Papst, ein bisschen kritisiert, dass er ihn in dieses Abenteuer geführt hat. In ein etwas harmloseres Abenteuer stürzten sich die Zisterzienser von Heiligen Kreuz im Jahr 2008. Sie bekamen von einem amerikanischen Musikkonzern das Angebot, eine CD mit gregorianischen Gesängen aufzunehmen. Sie sahen es als ein Geschenk des Himmels an, ihre tägliche Lobpreisung des Herrn auf diese Weise einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Doch niemand hatte damit gerechnet, dass die CD innerhalb kürzester Zeit die internationalen Charts stürmte. Das brachte Presse sowie Fans und damit eine gewaltige Unruhe ins Kloster. Das normale Leben der Mönche zwischen Arbeit und Gebet geriet für kurze Zeit aus dem Gleichgewicht. Inzwischen ist es jedoch wiederhergestellt. Ihre religiöse Inbrunst, verbunden mit strenger Rationalität, war von Anfang an die Energiequelle für den wirtschaftlichen Erfolg der Zisterzienser. Pater Johannes Paul besucht jede Woche das klostereigene Sägewerk, um sich kundig zu machen. Wir Mönche sind im Jahre 1133 hier nach Heiligenkreuz gekommen. Und der damalige Herzog von Österreich, Leopold, der heilige Stifter, der heilige Leopold, der Babenberger, hat uns eben hierher geholt von einem Kloster aus Frankreich, wo sein Sohn Otto von Freising Abt war. Natürlich mussten die Mönche auch von etwas leben und so hat der heilige Leopold uns hier ein Stück Wald anvertraut und es wird bis heute bewirtschaftet und so gehört die Holz- und Forstwirtschaft zu den ursprünglichen Tätigkeiten der Zisterzienser hier in Heiligenkreuz neben dem Gebet und der Seelsorge. Was heute der Erhaltung des Klosters dient, sollte einst an der ungesicherten Ostgrenze der Babenberger den Siedlern als landwirtschaftlicher Modellbetrieb dienen. Damit begann eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Adel und Orden. Die Mönche kümmerten sich um die Ausbildung des adligen Nachwuchses. Sie schrieben Urkunden und Familienchroniken, beteten für die Verstorbenen des Adels und betteten sie in prächtige Grabstätten. Im Gegenzug erhielten sie hohe finanzielle Zuwendungen, eine sprudelnde Quelle zur Finanzierung göttlicher Architektur. Der heilige Bernhard von Clairvaux hat ganz kritisch über Cluny und andere Abteien gesprochen, wo sehr viel bildliche Werke und Farben und edle Materialien waren und gesagt, da sind also monströse Ungeheuer und ungeheure Monstrositäten. Und das soll nicht sein, denn dann kann es sein, dass die Mönche sich an dem erfreuen, anstatt in der Heiligen Schrift zu lesen. Also ein sehr religiöser Ansatz, der ihn dazu bringt, in der Architektur wirklich nur das Notwendigste zu bringen. Keine Bauplastik, keine edlen Materialien, schwarz-weiße Glasmalereien, eigentlich ein Widerspruch in sich, wenn man will. Und es gibt Leute, die sagen, dass aus dieser Rücknahme, dass die ein Ausgangspunkt für die Entstehung der Gotik ist. Die Zisterzienser nannten ihre Klöster Paradiesum, reine Meditationsarchitektur. Sie soll den Geist erheben durch das Widerspiegeln einer göttlichen Harmonie. Der Verzicht auf jegliche Darstellungen, jede Form von Ablenkung soll die innere Aufmerksamkeit steigern, ähnlich wie im Zen-Buddhismus. Typisch zisterziensisch befindet sich in einem abgeschiedenen Tal mitten im Westerwald das Kloster Marienstadt, das 1198 als direktes Nachfolgekloster von Citeaux gegründet wurde. Die Mönche leben hier wieder wie einst die Gründer von Citeaux von eigener Hände Arbeit in Liebe zu den Dingen der Schöpfung. Doch da der Orden Maria, die Mutter Gottes, zur Patrona Zisterzii erklärt hat, wird es heute manchmal etwas lebhafter in der Abgeschiedenheit.
dann, wenn Marienwallfahrt ist und die Menschen aus den Dörfern der Umgebung zum Kloster kommen, um der Mutter Gottes für erfahrene Hilfe zu danken, sich ihrer Fürsprache anzuvertrauen oder auch der traditionellen Messe beizuwohnen. Meist kommen über 5000 Menschen zusammen aus allen Schichten, aus allen Altersgruppen. Die Wallfahrer werden persönlich von einem Mönch des Klosters begrüßt. Erst dann ziehen sie mit ihren Fahnen in die Kirche ein, um Maria zu huldigen. Wenn es darum geht, offen zu sein für Gott, für seinen Willen, für den Heiligen Geist, da ist Maria das ideale Vorbild, dem alle Mönche nachstreben. Sie sehen das auch daran, dass die Klöster oft nach Maria benannt sind, so Marienstadt, es gibt Mariental, Marienstern. Und alle Kirchen sind Maria-Himmelfahrtskirchen, das heißt, der Gottesmutter, die aufgenommen wurde in den Himmel, die das Ziel erreicht hat, das wir alle suchen. Seit 1194 wird in jedem Zisterzienserkloster bis heute täglich eine Messe zu Ehren der Maria gefeiert. Im Volk verbreitete sich ihre Verehrung allerdings erst im 15. Jahrhundert. Ursprünglich sollte das Leiden Christi vor Augen geführt werden. Erst später wurde es zum Gnadenbild Mariens, die Trost für Leid spendet. Bernhard ist ein solches Gebet wie das Ave Maria, dieses Einfache, auf den Leib und auf die Seele geschrieben, aber auch eines wie das Salve Regina oder viele andere Mariengebete. Sub tuum presidium, unter deinen Schutz fliehen wir, ja, in deine Nähe gehen wir. Und Maria ist auch so ein Anziehungspunkt. Der hat ja das Hohelied im Kopf, dieses Buch aus dem Alten Testament, wenn es da heißt, zieh mich zu dir hin, Geliebte, dann sagt er, trahe me, zieh mich, aber zieh auch uns. Bernhard selbst nannte sich Mariens getreuer Diener. Möglicherweise ein Versuch, die zu seiner Zeit populäre ritterliche Minne in eine christliche Minne zu überführen. Es zeigt das erotisierte Verhältnis der Zisterzienser zu allen Bereichen des Daseins. Ein befreiter Eros, der nicht auf Sexualität zentriert ist, sondern den ganzen Menschen ergreift und ihn Äußerstes zustande bringen lässt. Die Bibliothek des Klosters Heiligenkreuz ist eine der schönsten Österreichs. Hier befinden sich Handschriften und Kodizi, die bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen. Die Studenten der zum Kloster gehörenden Theologischen Hochschule fragen gerne den Bibliothekar Pater Dominik um Rat, der eine Art wandelndes theologisches Lexikon ist. Maria war eine Heilige und also besaß sie ein solches Wissen in hohem Maße. Es handelt sich um 220 Fragen zu 8 Versen des Lukas-Evangeliums, nämlich jener Stelle, in dem der Mutter Gottes vom Engel Gabriel verkündet wird, dass sie die Mutter des Erlösers wird. Doch nicht alles im Leben eines Mönches wird von Maria geleitet. Da gibt es so einiges, worüber mancher lieber Mariens Mantel des Schweigens breiten würde. Etwas, das sich damals wie heute manchmal wie ein Virus hinter Klostermauern festsetzt. Bereits ein früher monastischer Schriftsteller, Evagrius Ponticus, beschrieb zum ersten Mal in einer sehr umfassenden Weise jene Krankheit, die die große Gefahr des monastischen Lebens ist. Griechisch heißt sie Akedia, lateinisch Ascedia. Man übersetzt sie etwas holprig ins Deutsche mit klösterlicher Trägheit. Diese Akedia äußert sich zunächst in der Verzweiflung. Der Mönch weiß nicht mehr, warum er eigentlich ins Kloster eingetreten ist, warum er Habit trägt und in einer Zelle lebt. Eine Welt, die sich nicht mehr fensterhaft gegen den Himmel hin öffnet. So wird der von der Verzweiflung Gepackte in die Unruhe des Wortes und die Unruhe des Interesses getrieben. In die Verbositas, das Geschwätz, und die Curiositas, die Neugier. Aus dieser Unruhe des Geistes geht die Unruhe des Ortes hervor. Beides sind Haltungen, die gegen unser Gelübde der Stabilitas, also des Beruhens und Beharrens an einem Ort, sich richten. Der Korridor ist der Ort, an dem Neugier sich abspielt.
Aus der Neugier tritt dann etwas hervor, was Abstumpfung genannt werden kann. Der Mönch definiert sich nur noch durch seinen Leib, durch die Gedärme in ihm, durch die Bedürfnisse des Magens. Um 10 Uhr fragt er in der Küche nach, was es zum Mittagessen gibt. Dessen Interessen nicht mehr der Himmel sind, sondern immer näher an seine Verdauungsapparate rücken. Die Abstumpfung, die Kleingemutheit, er traut sich nichts mehr zu. Ja, er verzweifelt daran, dass Gott ihm den Himmel verspricht und deswegen ein Opfer von ihm fordert. Den Himmel will er nämlich gar nicht mehr und deswegen verwirft er das Opfer. Dies führt, wie von selbst, sagt Thomas von Aquin, zur Auflehnung gegen die rechtmäßige kirchliche Autorität. Das bedeutet bei uns gegen Prior und Abt. Es geht daraus hervor, das, was der heilige Benedikt mehr fürchtet als alles andere, die Murmuratio, das Gemurre der Mönche über die schlechte Qualität des Brotes oder darüber, dass Bauarbeiten im Kloster nicht rechtzeitig und gründlich genug ausgeführt werden. Und schließlich, sagt Thomas von Aquin, kommt ganz am Ende, wenn diese Krankheit unheilbar geworden ist, etwas zustande, was an sich vollständig irrational ist, nämlich die Malitia, die Wahl des Bösen um des Bösen willen, die schlechthinige Auflehnung gegen die Ordnung Gottes. Die jungen Studenten der Hochschule von Heiligenkreuz scheinen noch nicht von der Acedia befallen. Und wenn doch, wird sie heute vielleicht mit Tischtennis bekämpft. Sport ist gesund, sogar im Kloster. Am besten in den Pausen zwischen den Unterrichtsstunden, die hier den Geist ganz schön herausfordern. Aber es könnte sein, dass die Technik etwas zu tun hat mit dem Gesetz der Wahrheit, das über allem steht. Wenn ich jetzt die Fremdbeziehung als Nächstenliebe bezeichne, also die Liebe zum Anderen, zum Fremden, und die Selbstbeziehung als Eigenliebe bezeichne, dann heißt das, dass das Verhältnis zwischen Nächstenliebe und Eigenliebe nie größer werden kann als 1. Nur Gott kann ich mehr lieben als meinen Nächsten und mich selbst. Die Verbindung zwischen wissenschaftlicher Theologie und gelebter Spiritualität wird hier großgeschrieben. Und das wird von den Studenten geschätzt. Hier studieren nicht nur Zisterzienser, sondern Priesteranwärter aus aller Welt. In Theologie braucht auch dieses Übergreifende des Ganzen, des Argumentieren-Könnens im Raum des Theologischen, zugleich aber auch das Übergreifende jetzt vom Hirn, also von der bloßen Intellektualität hinein in das Leben, auch in die Spiritualität, in das Gebet. Also wenn das Ganze nicht gegeben ist, also dann haben wir genial Wissende, aber zugleich dumm Glaubende. Für die Dummglaubenden kam einst im 15. Jahrhundert die Rettung durch den Augustinermönch Martin Luther, der die Bibel ins Deutsche übersetzte und durch seine Thesen unter anderem den Ablass abschaffte. Die Reformation sorgte für viele Klosterauflösungen in ganz Europa. Luther regte die Mönche an, mehr in Freiheit zu leben und ging mit gutem Beispiel voran. Er heiratete die Zisterzienserin Katharina von Bora. Eine blühende Klosterlandschaft verfiel vollständig. Das einstige Kloster Helfda in direkter Nachbarschaft zur Lutherstadt Eisleben wurde preußische Staatsdomäne und in der DDR-Zeit zu einem sogenannten volkseigenen Gut. Nach der Wende durfte dieses Kloster dank einer bayerischen Nonne wieder aufblühen. Die erste Begegnung, das war eigentlich hauptsächlich ein Schrecken vor eben all dem, ja, von all diesen Trümmern und Ruinen und diese Verkommenheit des ganzen Bereiches. Der Teich war ja nur noch ein schmutziger Tümpel. Und also es hat alles andere als ein Land ausgesehen. Doch die Schwester hat es mit Spenden geschafft, aus den Trümmern wieder ein Kloster zu machen. Ich habe mich damals, ich war also 72, noch wirklich sehr fit und kräftig genug gefühlt, sowas zu unternehmen. Und es hat mich auch schon diese schöne Aufgabe gelockt, dieses einst so berühmte Kloster wieder zum Leben zu erwecken. Hier lebten im Mittelalter die drei großen Mystikerinnen Mechthild von Magdeburg, Mechthild von Hackeborn und Gertrude von Helfda, deren hohe wissenschaftliche Bildung und Christusmystik Helfda den Beinamen Krone der deutschen Frauenklöster gab. Bei den Benediktinern stand eher die Landwirtschaft im Vordergrund, nicht so sehr die Mystik.
Bernhard war es, der der Mystik eine vorrangige Stellung im Mönchtum zuwies und eine ungeahnte Blütezeit einleitete. Gerade bei den Zisterzienserinnen wurde und wird die Mystik wieder gepflegt. In regelmäßigen Mystikrunden beschäftigen sich die Schwestern mit den Visionen des himmlischen Bräutigams und Schriften über die Unio Mystica mit Gott. Es kündet allein von mir und offenbart in rühmender Weise mein Geheimnis. Sie lassen hier in der Diaspora, wo der Anteil der Katholiken nur 3% beträgt, den Geist der Mystik wieder aufleben. In sich verschließen, sondern es soll immer wieder diese Bindung, mystische Erfahrung plus Sendung. Mystik ist gefragt. Auch die Frauenforschung interessiert sich für die altvorderen Mystikerinnen des Klosters. So bietet Helfter auf seinem Areal Tagungen und Seminare in der Tradition von Gertrud der Großen an. Im klostereigenen Hotel finden interessierte Gruppen, aber auch Einzelpersonen Aufnahme. Die Organisatorinnen und die von weit her kommen, dann doch übernachten möchten. Im Kloster selbst leben momentan 15 Schwestern, die hier mit ihrer Hände Arbeit dafür sorgen, dass die Schürzen immer frisch gestärkt sind und der Klosterbetrieb reibungslos läuft. Die Zisterzienserinnen haben einen Montessori-Kindergarten eröffnet. Trotz streng katholischer Wertevermittlung wurde er von der nicht-katholischen Bevölkerung sofort angenommen. Die Wartelisten sind lang, denn Werte sind gefragt. Das Wichtigste ist jedoch noch immer das Gebet, die kontemplative Seite, die den Schwestern die Kraft verleiht, trotz aller weltlichen Tätigkeiten noch ein ausgeglichenes, Gott zugewandtes Leben führen zu können. Nach 1190 öffnete sich der Zisterzienserorden auch den Frauen. Die meisten stammten aus dem Ritteradel und dem städtischen Patriziat. Sie suchten dort nicht nur Bildung, sondern auch eine Möglichkeit, ihrer Rolle als dynastische Gebärmaschinen für die Heiratspolitik des Adels zu entkommen. Statt mit einem raubeinigen Burgherrn schlossen sie lieber mit Jesus den Bund fürs Leben. Du hast uns aus der Knechtschaft der Sünde befreit. Hilf deiner Kirche, die Vergebung der Sünden lebendig und überzeugend zu verkünden. Herr, schenke alle Menschen zum Heil. Bernhard von Clairvaux stirbt am 20. August 1153 in seinem von ihm gegründeten Kloster. Erschöpft und abgemagert, er bezeichnete sich selbst als Chimäre des Jahrhunderts. Er habe sich weder wie ein Kleriker noch wie ein Laie verhalten. Das Leben eines Mönchs habe er schon früh abgelegt, nur nicht die Mönchskutte. Als ungekrönter Papst und Kaiser lenkte er die Geschicke seiner Zeit, die man auch das bernhardinische Zeitalter nennt. In den einstigen Wirtschaftsgebäuden von Clairvaux trifft sich regelmäßig eine kleine Laiengemeinschaft, die noch im zisterziensischen Geist leben will. Im Gleichklang zwischen Arbeit und Gebet. In ihrem normalen Alltag bleibt dafür kaum Zeit. Hier können sie einfach mal innehalten. Eins mit der Natur werden und mit Gott. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Wenn Bernhard von der Natur spricht, dann spricht er von der Bibel. Er spaziert in der Bibel durch einen Wald aus Psalmen. Que les pauvres m'entendent et soient en fête.
magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Auch bei Gertrude von Helfta werden die Bäume zu Sinnbildern für das Streben nach Tugenden und das Wasser zum Fluss deiner Gnaden. Mystische Erfahrungen wurden schon seit jeher hauptsächlich in Verbindung mit der Natur gemacht. Die Erfahrungen, die die Schwestern von Helfta während des Klosteralltags machen, sind jedoch nicht immer mystischer Art. Orgelüben etwa gehört nicht zur Lieblingsbeschäftigung von Schwester Katharina. Das Gemeinschaftsleben im Kloster fordert von jedem Dinge ab, die vordergründig gesehen nicht unbedingt erstrebenswert sind. Sie tragen jedoch dazu bei, sich in Demut zu üben, im Sinne des Evangeliums ein besserer Mensch zu werden. Jede Schwester findet hier in den verschiedenen Aufgaben einen persönlichen Ansatz, die eigene Schwäche zu erkennen und sie zu überwinden. Momentan auch, dass ich arbeite an meinem Stolz. So. In der Welt, dann hat man doch einfach über das Berufsleben Bestätigung und man hat einen Namen. Aber dieser Name ist im Kloster nicht mehr in dieser Werthaftigkeit da. Es hat einen anderen Wert bekommen. Man bekommt eine andere Liebe geschenkt, indem man eben auch so einfache Putzdienste zum Beispiel tut und nicht mehr eben am Bürotisch sitzt und telefoniert und Termine ausmacht, sondern einfach hier in dieser Demut jetzt auch den Boden sauber macht. Aber da für den Herrn, dass er sich wohlfühlt und genau die Pilger auch, die hierher kommen, dass es einfach eine schöne Stätte ist. Frauen, die heute ins Kloster gehen, tun das nicht, weil sie der weltlichen Realität von Job oder Familie entfliehen wollen. Ganz im Gegenteil. Zuvor war ich im Berufsleben mit Behinderten. 20 Jahre habe ich als Heimerzieherin gearbeitet und habe da einfach gespürt, dass die Behinderten so eine Freude, Lebensfreude in sich haben, die nicht in der Welt so spürbar einfach sein kann, sondern das ist wirklich Gottesliebe, einfach auch, was sie einen schenken können. So. Und ich habe mich immer mehr danach gesehnt, einfach so diese Realität auch mehr umzusetzen. Und das hatte ich dann in meinem Berufsleben nicht. Da hatte ich nicht viel Zeit dafür, fürs Gebet dann und einfach auch zur Stille zu kommen. Und immer wieder ist es diese Stille, die so anziehend wirkt. Eine innere Stille, zu der man vielleicht nur noch in der freien Natur oder eben im Kloster findet. Wir sind hier in gewisser Weise eine Oase am Stadtrand von Wien, aber die heutigen Leute in der McDonald's, Burger King und Kentucky Fried Chicken Gesellschaft, die wir heute haben, die suchen auch gerade solche Oasen. Man schaue sich nur an, in welchen Massen sie den Jakobsweg jetzt eben pilgern und in welch großer Zahl junge Leute zu uns kommen, um hier einfach bei unserem lateinischen Chorgebet dabei zu sein. Nur wer sich hinabbeugt bis zur Erde, für den öffnet sich der Himmel. Nur die schonungslose Analyse der eigenen Schwächen lässt den Mönch den Reifungsweg der Demut gehen, den schon Benedikt von Nursia in seiner Regel den Berufenen ans Herz legt. Die Berufung läuft bei jedem sehr verschieden. Bei mir war sie einfach zunächst einmal ein langsames Kennenlernen des Gebetes, plötzlich eine Du-Beziehung zu Gott und dann plötzlich auch das Gefühl, dass mich dieses Leben, wie ich es damals gelebt habe, einfach nicht glücklich machen könnte. Und auch all das, was ich mir so gewünscht habe vom Leben. Ich wollte mal Nobelpreisträger werden, also ich habe sehr hübsche Mädchen gekannt und so weiter. Und Zisterzienser hier in Heiligenkreuz bin ich geworden, weil ich mich dann ganz konkret mit 18 in dieses erstbeste vor meiner Haustür liegende Kloster,
ich bin ein Wiener, jetzt eben hier verliebt habe und ich bin hier eingetreten, bis zum heutigen Tag ist Heiligenkreuz meine einzige und meine größte Liebe geblieben. Bernhard von Clairvaux wollte zurück zur eigentlichen Regel des Benedikt, die von den Benediktinern immer wieder entsprechend ihrer Zeit anders ausgelegt wurde. Was bedeutete beispielsweise Demut im 5. Jahrhundert? Was im 13.? Und was bedeutet sie eigentlich heute? Der Zisterzienserorden entsteht im Zusammenhang eines literarischen oder, wie man präziser sagen müsste, hermeneutischen Problems, nämlich der Frage, wie die Regel des heiligen Benedikt zu lesen ist. Hermeneutik bedeutet die Frage, was ist mit der Zeit, die zwischen dem Leser und dem Verfasser steht? Dient diese Zeit und die kulturellen Veränderungen dem Verständnis des Textes oder führt er davon weg? Die Antwort der Zisterzienser ist insofern ebenso genial wie einfach, als sie auf jede hermeneutische Schleife verzichten. Sie abstrahieren von allen Umständen und glauben, den Text der Regel ohne diese Umstände in Reinheit, in der Puritas, ergreifen, interpretieren und leben zu können. Darin sehen auch die Mönche von Marienstadt die Erfüllung ihres Lebens. In einer auf Effizienz und Nutzen ausgerichteten Zeit, in der nur noch der Profit im Mittelpunkt steht, sehen sie es als ihren Auftrag an, dem entgegenzuwirken. Biologischer Anbau bedeutet für sie Schöpfungsverantwortung. Verantwortung dafür, was uns von Gott gegeben wurde. Unsere Wirkung hängt von unserem Anderssein ab. Und ich denke, das sagt das auch, was die Ordensväter schon gemeint haben. Anderssein als die Zeit war, sprich adelige Mönche, die arbeiten. Und wir, die wir eben jetzt hier diese Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit leben, Schöpfung bewahren, sind wir auch ein Stück weit, denke ich, anders als die Masse.